Willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Baumentor-Kanal. Heute habe ich das spannende Thema Patentrecht. Ja, also wir kennen die Patente von Tesla, wir kennen sie von Christoph Fleur, wir kennen sie von Lakowski. Alle haben Patente gemacht und ich habe mir einige von diesen Patenten angeguckt und habe schon immer bei meinen Seminaren gesagt, Moment mal, bei diesen Patenten kommt mir das so vor, als ob einige Sachen fehlen. Ja, zum Beispiel unterscheidet man nicht zwischen gerichteter und ungerichteter Materie. Ja, rein chemisch, rein physikalisch sind 1 Liter Benzin, was ich hinstelle und daneben aus demselben Kanister auch 1 Liter genommen habe, nicht zu unterscheiden. Die haben die gleichen Temperaturen, die haben die gleiche chemische Zusammensetzung. Aber wenn ich das richte, ja, bedeutet, bei Wasser kennen wir das mit Wasserbeleben, dann verhalten sich anders. Und das widerspricht komplett nicht dem Energieerhaltungssatz. Zum Beispiel, wenn ich das Benzin anzünde, 1 Liter gerichtetes Benzin anzünde und gleichzeitig 1 Liter ungerichtetes Benzin anzünde, dann verbrennt das gerichtete Benzin wesentlich schneller, ist scheinbar energetischer. Trotzdem widerspricht das nicht dem Energieerhaltungssatz der Physik, weil irgendwie korrigiert mich, aber im Energieerhaltungssatz ist die zeitliche Komponente überhaupt nicht vermerkt. Ja? Was ist, wenn 2 völlig identische Flüssigkeiten, rein chemisch, rein physikalisch, unterschiedlich schnell verbrennen? Ist dann der Energieerhaltungssatz unvollständig? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn wir die Patente von Tesla angucken, dann haben viele das Problem, dass sie diese Patente nicht wirklich nachvollziehen können. Das heißt, sie funktionieren bei ihnen einfach nicht. Und die Frage ist, warum? Ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, weil wenn man Patente macht, also ich selber habe auch mal in meiner Jugend ein Patent gemacht, was übrigens ziemlich erfolgreich war, weil ich habe ein Paddel entwickelt. Ja, ich habe mal Leistungssport gemacht, war richtig damals noch zu Ostzeiten Kajakfahrer und habe aber ein Paddel für Kanadierfahrer entwickelt. Und tatsächlich ist jemand damit sehr, sehr erfolgreich geworden und ich fürchte, der weiß gar nicht, von wem das Paddel ist. Weil es ist eine lange Geschichte, aber der Junge heißt Sebastian Brendel und ist mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger etc. im Kanadier. Und als ich irgendwann mal in so einem Spezialladen war, zeigte mir dann der Verkäufer das Paddel und sagte, hier, guck mal, das ist von Sebastian Brendel. Ich sage, ja, das habe ich erfunden. Ja, nur mal so, by the way. Aber darum geht's nicht. Bei Tesla ist es zum Beispiel so, dass wenn ich das nachmache und ich an einigen Stellen ist es entscheidend, ob ich gerichtete oder ungerichtete Materie nehme und ich kann das nicht unterscheiden, dann funktioniert das einfach nicht. Genauso könnte es mit Polung sein. Bestimmte Sachen funktionieren nur, wenn die Polung beachtet wird, weil sonst funktionieren sie halt nicht. Und mir ist was aufgefallen bei den Patenten, ob ich mir die von Christoph Fleur angeguckt habe oder von Lakowski. Die Jungs haben Folgendes gemacht. Um ihr Patent anmelden zu können, mussten sie mit den begrenzten physikalischen Beschreibungen arbeiten, die ihnen das Patentamt offengelegt hat. Weil das Patentamt hat sich zur Aufgabe gesetzt, Erfindungen zu schützen, die auch nachvollziehbar sind. Um sie nachvollziehbar machen zu müssen, muss ich mich natürlich an irgendeinen Standard halten. Ja, ich kann nicht sagen, ich habe hier etwas, das funktioniert, aber wir wissen leider nicht wie. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für. Bei Christoph Fleur wird zum Beispiel deutlich, wenn man seine Patentschrift so ein bisschen durchliest, dasselbe sehen wir bei Lakowski, ja, dass sie an Stellen, wo sie tatsächlich die damals verwendete Ätherenergie oder die Polung als Kraft möglicherweise bewusst eingesetzt haben, haben sie Umschreibungen gefunden. Und diese Umschreibungen sind aber teilweise so schlecht, dass sie nicht erklären, warum das Ganze funktioniert. Ja, ist natürlich ein Problem. Wenn ich nicht beschreiben kann, was ich beschreibe, dann würde ich auch kein Patent kriegen. Dann könnte ich mich hinsetzen und sagen, ja, ich habe hier das und das, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Das ist halt natürlich schlecht, ne? Und deswegen gab es bestimmte Beschreibungen. Wenn man aber diese Beschreibung wiederum 1 zu 1 umsetzt, wird man damit keinen Erfolg haben, weil es funktioniert nicht. Letztendlich war das nichts anderes als eine Art Gebrauchsmuster, was man unter technischem Patent sozusagen eingereicht hat. Also wir kennen das auch von den sogenannten Kupferhäusern, was nichts anderes ist als 15 Jahre vorweggenommen den Orgonakkumulator.
Hier hatte Walter Gropius, da gibt es ja eine ganze Stadtviertel hier in Berlin, hatte da seine Beteiligung. Er war nicht der Einzige. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt persönlich das Patent gehalten hat. Auf jeden Fall kam das aus Eberswalde-Fino. Da gab es so eine Kupfer- und Messingwerke. Und die haben nicht nur Messing- und Kupferbleche hergestellt, sondern irgendwann auch diese sogenannten Kupferhäuser. Und da gab es halt ein Patent drauf. Und hier hatte man Wände gebaut, die Schichtung hatten mit Bitumen, Asbestpappe und Aluminiumfolie, Pappe, Aluminiumfolie, Luftschichten. Und man hat es halt falsch deklariert, indem man gesagt hat, das ist wie eine Thermoskanne, stehende Luftschichten. Aber das Ding ist ja nicht hermetisch abgeriegelt gewesen oder in Vakuum eingepumpt oder so oder ausgepumpt, sondern das Ding ist, da geht der Wind durch, mehr oder weniger. Trotzdem hält eine 10 cm Wand, das hat man in München an der Universität festgestellt, eine 10 cm Wand hat einen Isoliereffekt, der entspricht einer 2,20 Meter Ziegelmauer. Ja, das hat man damals wissenschaftlich festgestellt. Natürlich ist es heute nichts mehr wert, weil heute müsstest du eine andere Hautfarbe haben, ein nicht zu definierendes Geschlecht, wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen und noch einer bestimmten Religion angehören. Dann würde man dir glauben. Aber wenn das alte weiße Männer gemacht haben, ist das ja heutzutage so ein Ding. Das stimmt ja nicht. Weil wenn das anders wäre, dann könnte man ja hingehen und sagen, okay, wir wollen hier was für die Umwelt tun. Wir bauen uns hier diese 10 cm Schichtung und machen unsere Häuser damit fit. Ist aber nicht erlaubt, weil altes Wissen gilt nicht mehr. Komisch. Funktioniert zwar, aber es gilt nicht mehr. Ne? Und, aber anderes Thema. Das Problem, was ich bei diesen ganzen, ich habe mich immer gewundert, was das soll. Die können doch sagen, was sie wollen, aber damit hätten sie das Patent nicht gekriegt. Dann würde das so ungefähr so lauten. Also man kann keinen Zaubertrick patentieren lassen. Wenn ich sage, ich habe hier einen Hut, dann drehe ich da mit einem Zauberstab und hole ein Kaninchen raus. Das ist nicht patentierbar, weil nicht nachvollziehbar. Ne? Es muss technisch nachvollziehbar sein. Aber technisch kann ich nur was nachvollziehen, was ich auch verstehe. Aber hier wurden auch Sachen benutzt, die man in voller Gänze nicht verstanden hat. Und Patente sind Kontrolle, ganz klar. Weil wenn ich die Patente kriege, dann kann eine Regierung über den Stand des Wissens des Volkes sozusagen eine Information einholen und sehen, aha, da denken die, in diese Richtung denkt man. Und das ist so die geistige Welt, mit der unsere Untertanen halt sich beschäftigen. Gleichzeitig hat man die Chance, dieses Wissen für sich zu nutzen, sprich Militärpatent, sodass dann kein anderer rankommen kann und wir haben, der Staat hat dann Monopol. Aber es geht ja weiter. Wenn ich bestimmte Patente habe, die bestimmte Sachen dann in Frage stellen könnten, ja, weil wenn Tesla hat einige Erfindungen offensichtlich gemacht, die würden heute, wenn sie dargeboten werden, ich sage freie Energie, würden sie Fragen aufwerfen, die nicht gewünscht sind. Also kann man Folgendes machen. Wenn ich, also ich habe das ja selber erlebt, du gehst zum Patentamt und holst dir eine Patentschrift. Du kriegst jedes Mal eine frisch gedruckte, das wird für dich ausgedruckt. Wenn ich das aber ausdrucken kann, ja, dann kann ich es auch verändern. Dann kann ich auch einen Satz weglassen, dann kann ich auch Teile weglassen, das ist überhaupt kein Problem. Und gerade auch bei Sachen, die 100 Jahre alt sind, ist es überhaupt kein Problem. Die Sachen, da muss sich bloß mal einer verschrieben haben oder keine Ahnung was, ne? Also diese Möglichkeiten gibt es und es kann keiner ausschließen, dass da in irgendeiner nicht das beeinflusst hat. Und vielleicht hat einer das beeinflusst und dieses Originalpatent hat er dann halt weitergegeben und gesagt, oh, das kann keiner nachbauen, weil das Ding ist nicht mehr da. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, ja. Wer sich mit Hacking beschäftigt, dem fällt auch da sofort auf, dass das kein sicheres System ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist extrem unsicher, ja, was die Bewahrung von Erfindungen. Aber es ist ein extrem sicheres System, um die Leute zu kontrollieren. Ja, auf der einen Seite können große Firmen, die jetzt eine große Marke haben, sich absichern, dass ihre Marke auch immer beständig bleibt. Und den kleinen Mann lässt man mitspielen, damit er den Eingang hat. Ja, das gilt für alle. Aber ich selber habe vom Patentamt eine Merkwürdigkeit erlebt, die hat mir gezeigt, dass das einfach nur eine Farce ist. Ja? Und zwar hatte ich habe ursprünglich mal ganz woanders angefangen. Ich hatte in der Veranstaltungsbranche angefangen und ich habe mir einen Namen schützen lassen. Und jeder, der den jetzt hört, wird verstehen, was damit los ist. Ich habe mir in der Veranstaltungsbranche den Namen Ladies Night schützen lassen. Ja, und ich habe ihn bewilligt bekommen. Er war 8 Jahre lang beständig, bis dann irgendein Clown kam und hat gesagt, ja, Ladies Night kann man doch nicht schützen, das benutzt doch jeder.
Ja, Coca-Cola benutzt auch jeder. Trotzdem kommt keiner auf die Idee, Coca-Cola den Namen streitig zu machen. Also ihr seht, wir könnten das jetzt noch weiter ausführen. Das wurde gelöscht. Nach 8 Jahren. Normalerweise heißt es 2 Jahre Einspruchsfrist und dann kannst du sozusagen das Ding verwenden und dafür bezahlt man ja auch die Gebühren. Aber dass nach 8 Jahren dem Patentamt einfällt, ja eigentlich kann man das gar nicht schützen, zeigt eigentlich, dass da nur Willkür am Start ist. Wenn du nicht derjenige bist, der wahrscheinlich die entsprechenden Scheine in die richtige Richtung schiebt, dann noch die richtigen Anwälte hast, dann ist deine Marke nichts wert. Weil wenn eine Marke, die du nicht verteidigen kannst, ist nichts wert. Und Markenrecht und Patentrecht, das ist so ziemlich das Gleiche. Ja, das ist alles das Gleiche, die gleiche Vorlage. Rechtlich funktioniert das sehr ähnlich. Ja, also, ihr seht, ich weiß eigentlich so ein bisschen, worum es geht. Ne? Ist nicht so, dass ich jetzt da mir was ausdenke, sondern das ist schon eigene Lebenserfahrung, die dahinter steckt. Aber kommen wir zurück zu der Geschichte, was ich jetzt eigentlich sagen möchte. Die Geschichte, dass zum Beispiel Christoph Fleur und Lakowski und vielleicht auch Tesla ihre Patente unbedingt schützen lassen wollten, also oder bestätigt bekommen und deshalb angemeldet haben, brachte sie in die Lage, sozusagen ihre Erfindung zu umschreiben. Sie selber hatten andere Ideen und die hätten sie aber in die Patentschrift nicht reinbringen können, sondern sie mussten zum Beispiel mit den Worten, ich sage jetzt mal so blöd wie von Einstein, Heisenberg oder keine Ahnung was, mussten sie das erklären, was sie erklären wollten. Das waren nicht ihre Worte und denen ihre Theorien von diesen großen Erfindern oder Physikern, die haben ja auch nicht alles erklären können. Ne? Aber so ist man da rangegangen. Deswegen denke ich, entweder war es eine Absicht und ein verdammt guter Plan, der sehr langfristig umgesetzt wurde, um sozusagen aus den technischen Anwendungen sozusagen das Mystische rauszukriegen. Das, was auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich genau dieses Feinstoffliche, dass man das damit mehr oder weniger getilgt hat. Ich weiß nicht, was man noch alles getilgt hat, aber wenn ich jetzt mit feinstofflich angekommen wäre und hätte versucht, mein Patent anzumelden, wäre es definitiv abgelehnt worden. Weil das ist Spekulation, da wissen wir gar nicht, wie es funktioniert. Quantenebene, keine Ahnung was, wäre ich da angekommen, hätten die gesagt, nö, kann man nicht nachvollziehen, es funktioniert offensichtlich, aber das muss ein anderer Effekt sein und da du nicht beschreiben kannst, raus. Ja, ich sage jetzt mal so plump. Ja, es macht was. Nicht nur, dass kontrolliert wird, welche Ideen da sind und welche dürfen die Leute weiter benutzen und welche nicht, sondern es ist auch ein Ideentransfer gewesen. Der Patentamt wurde hier im Deutschen Reich 1877 gegründet und eventuell könnte die Idee aus dieser Zeit stammen, weil nämlich da beginnt ja dann auch so, keine Ahnung, 40 Jahre später sind ja die ganzen Sachen verortet mit Lakowski und mit Christoph Fleur. Die haben jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch Schweiz und Frankreich, Amerika haben sich ihre Patente gemacht, ganz klar. Aber das ist ja alles irgendwo, machen wir uns nichts vor, es ist schon immer eine Art Globalisierung gewesen und da hat man auch global gearbeitet, ganz klar. Ihr seht, wer sich bei unseren Kursen fragt, und das ist ja immer so der Maßstab, wenn die Leute ankommen und sagen, ja, Elektrokultur, funktioniert das? Dann fragen sie als erstes, ja, warum macht es denn keiner? Warum ist denn das seit 100 Jahren vergessen? Weil normal ist doch, wenn es so gut ist, dann wird das immer wieder verwendet. Und das, was nicht so gut ist, man geht von einer gewissen Evolution der Ideen aus. Die beste Idee setzt sich durch. Ja, Freunde, da kann ich euch mal kurz den Zahn ziehen. Also, das ist nicht so. Die beste Idee für den, der damit Geld macht, die setzt sich durch. Weil er Geld hat und dann immer mehr Geld kriegt, um diese Idee weiter zu verteidigen. Also, das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein ganz fiktives Beispiel, ich hätte jetzt Öl, ja. Und ich würde mit diesem Öl reich werden, ja. Und dann würde jetzt einer kommen und der macht eine Erfindung mit Holz, die meine Erfindung gefährdet. Dann kaufe ich sein Patent auf. Oder ich schicke ihm ein paar Schläger vorbei. Ich meine, wir leben hier, teilweise reden wir hier vom Wilden Westen. Da war das normal, ja. Das heißt, mit dem Geld, was ich mit einer Idee verdiene, kann ich gleichzeitig andere Ideen unterdrücken. Ist nur so eine fiktive Idee. Muss ja nicht. Vielleicht habe ich jetzt jemand auf eine Idee gebracht, das so zu machen oder so, ne? Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube ganz ernsthaft, wenn wir uns fragen, warum Elektrokultur
im Grunde genommen so einen Röschenschlaf gemacht hat, von fast 100 Jahren, dann liegt das unter anderem daran, dass die Leute, die da wirklich große Impulse gesetzt haben, durch das Patentrecht genötigt waren, es zu veröffentlichen, aber es in eine Sprache zu bringen, die dem nicht gerecht wird, wie es funktioniert. Und weil es so ist und Leute einfach zum Patentamt gehen, das Ding nehmen, nachmachen, mit den Beschreibungen da drin sind und dann sich wundern, es funktioniert ja gar nicht. Oder es funktioniert nur ein bisschen und hat er völlig übertrieben. Das könnte der Schlüssel sein. Weil eigentlich, wenn wir uns zum Beispiel also mir ist es aufgefallen, als ich beschäftige mich mit diesen ganzen Konstruktionen immer mal wieder und dann kommt dann eins, die Antenne von Christoph Fleur hat da ein Patent drauf, ja. Und er hat ganz oben auf der Antenne, hat er offensichtlich nach den Fibonacci-Zahlen drei solche Kugeln über, also so eine eiförmigen, zylindrischen Objekte übereinander gelegt. Dafür gibt es keine Erklärung, außer die, dass es eine feinstoffliche Konstruktion ist, wie sie eben auch auf den Kirchengebäuden oben ist. Ja, das heißt, diese drei Kugeln setzen die ganze Antenne als rechtsdrehende positive Schwingung hin. Wenn ich jetzt aber, so wie viele das heute machen, ohne Scheiß, die machen diese Antenne nach, aber vergessen diese Kugeln und denken, ja, irgendwie gibt es da keine Erklärung zu, kann man wahrscheinlich auch darauf verzichten. Freunde, wir haben schon eine Menge gelernt. Aber wenn wir das ignorieren, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Antenne nicht immer funktioniert. Ja? Guckt euch das an. Ey, und vor allen Dingen, nehmt die Materialien, die ihr, ey, hört auf mit dem scheiß Aluminium dazwischen, weil es gibt Leute, die machen sowas mit Aluminium. Das ist nicht gut. Also, es gibt ja ernstzunehmende Hinweise, wie die Patente gedacht sind. Und die wurden ja auch so umgesetzt und die haben ja auch funktioniert. Und heute kommen Leute auf die Idee und machen das mit ganz anderen Materialien und machen nur die Hälfte nach und denken, der Rest ist halt nicht wichtig und sowas alles. Ich glaube, dass Christoph Fleur wie auch Lakowski beide sehr, sehr viel Ideen vom Feinstofflichen und von Schwingung hatten. Also das heißt, rechtsdrehende Schwingung aufbauen, linksdrehende Schwingung aufbauen. Und man... Ich glaube, dass die, also bei Lakowski wissen wir es, dass er ja auch selber gemutet hat. Ich vermute es bei Christoph Fleur genauso. Also der hat sich auch mit Lakowski ausgetauscht und hat auch viele seiner Ideen, sind bei ihm auch eingeflossen, hat er auch dieses eine Patent, die so ähnlich aussieht wie eine Lakowski-Spule, bloß dass es aufrecht steht im Süden von einer Pflanze, wie ein Star geht. Wenn wir sowas aufstellen, einen Bogen aus Draht, einfach im Süden einer Pflanze, ja, die beiden Enden auf der Ost-West-Achse in den Boden gepiekt. Das ist quasi das Patent von Christoph Fleur. Wenn du das machst, hast du einen recht schwingenden Oszillator. Keine Ahnung was. Ne? Also dieses hat er ja auch so deklariert, denke ich mal, war das so. Ne? Das Ding macht eigentlich nur Sinn. Also ich kann es reinstecken, kann gucken, dass die Pflanzen besser wachsen. Aber wenn ich, so wie Christoph Fleur, das veröffentliche, in meinen Augen macht das nur Sinn, wenn ich davon Ahnung habe, dass das diesen recht schwingenden Kreis macht, was die Pflanzen auf jeden Fall motiviert, und zwar im Wachstum und nicht degeneriert und zerlegt. Ja? Und da seht ihr, es stecken viele Geheimnisse hinter, wenn wir das angucken. Also bei Christoph Fleur kann man einige Sachen ausmachen, die einen Hinweis darauf machen, dass er die feinstoffliche Formenergie, er hat es vielleicht auch anders genannt, auf jeden Fall mit drin hatte, aber er konnte es ums Verrecken nicht in seine Patente schreiben, dann wäre der Schutz komplett blockiert worden. Und das wollte er nicht, weil er wollte das vermarkten. Er war halt Geschäftsmann. Er kam auch aus dieser Richtung. Ne? Und auch bei Lakowski haben wir was Ähnliches. Letztendlich haben sie zwar ihr Patent gekriegt und konnten eine Weile mit Kohle machen, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich sie im Genauen waren. Aber es hat in die Zukunft einen Samen gesät, und zwar den Samen des Zweifels. Weil jemand, der aus heutiger Zeit diese Patente nimmt und eins zu eins umbaut, stößt auf Merkwürdigkeiten, dass die halt eventuell nicht so richtig funktionieren. Na? Und das ist halt der springende Punkt, weil sie verstehen nicht, dass die deshalb nicht funktionieren, weil das Patentrecht so ausgelegt ist, du darfst nicht alles sagen, was du denkst, was da eine Rolle spielt. Weil dann kriegst du es nicht bestätigt. Und jetzt könnten wir uns streiten darüber, ob das jetzt Absicht ist, dass man halt versucht, sozusagen diese Ideen vom Feinstofflichen, vom Äther sozusagen aus dem Konzept
der technischen Anwendung rauszunehmen, obwohl das ist ja gar nicht möglich, weil es ist ja trotzdem drin, ne? Und letztendlich die neuen Erfindungen, die jetzt so knallhart da so gemacht werden, da spielt das alles gar keine Rolle mehr. Das sind dann halt, man muss dann auch sehen, was das bedeutet. Das ist eine sehr oberflächliche Herangehensweise. Ja, es wurde immer oberflächlicher. Die Sachen funktionieren immer weniger gut. Und wenn ich aber technisch das auf einem hohen Niveau halten will, dann muss ich das Ganzheitliche betrachten. Auch die Sachen, die wir nicht erklären können. Aber Erklärung ist nicht alles. Wenn ich weiß, wenn ich die und die Sachen zusammensetze, funktioniert es, auch wenn ich es nicht erklären kann, dann kann ich es doch nutzen. Ja? Aber solche Sachen sind nicht patentierbar. Und das ist halt der springende Punkt, dass es halt da eine geistige Einschränkung gibt, die sich bis in unsere heutigen Tage verlagert. Und ich verorte da, wie gesagt, den Grund, warum diese Sachen nicht diese Kontinuität erfahren haben und dann teilweise in Vergessenheit geraten sind. Weil wer möchte sich mit Sachen auseinandersetzen, wo er irgendwie merkt, ja, irgendwie sagen die nicht alles. Entweder wissen sie es nicht oder es funktioniert nicht, aber da ist nicht alles drin. Ne? So, habt ihr wieder ein bisschen ein paar Ideen? Denkt mal ein bisschen drauf rum. Wir kommen natürlich wieder mit den nächsten spannenden Themen und dann bis zum nächsten Mal.